Ich habe keine Ahnung, ob ihr überhaupt versteht, was ich sage. Aber ich werde jetzt hier das bisschen mehr einteilen und dann umgraben. Der ist schon ein bisschen länger brach, deswegen mal gucken. Das wird, während die Pflanzen gerade wachsen, muss hier ja auch was gemacht werden, sonst können wir das Ganze nicht pflanzen. Also ich ziehe ein paar Pflanzen vor. Manche werden gesät. Ach, werdet ihr schon alles mitbekommen, was wir so Cooles hier machen. Thank you.
withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, 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 tired eyes need a cup of blend, that's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Also, das ist erstmal die erste Hälfte, die ich gemacht habe. Das ist auch nur so ganz grob. Jetzt kommt gleich das hier vorne. Und doch da hinten. Und dann, ich glaube, ich gehe als erstes hier rüber. Also, das ist jetzt nur grob, aber richtig tief in die Erde, so dass ich schon mal einen Abschnitt fertig habe. Ja, ihr könntet sehen, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber es ist ziemlich anstrengend. Also, jo. Ich werde das jetzt fertig machen. Also, hoffe, dass ich heute fertig bekomme. Und ja, bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze so aussieht. Ich versuche das ja auch schon abzustecken, um zu gucken, wie ich das genau haben möchte, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, also da hinten soll halt so Mais hin und Salate und dann so hier in die Mitte, wo jetzt die Harke liegt, da habe ich mir gedacht, kommen Tomaten und Erbsen hin und hier vorne halt Zwiebeln. Ich blende euch einfach einen Plan ein. Ich habe nämlich einen Plan gemacht, wie das Ganze so ungefähr aussehen soll. Ich hoffe, es klappt. Also das habe ich mir wesentlich leichter vorgestellt, aber so ist das halt, ne? So, wir müssen jetzt wieder meine Handschuhe anziehen und schön weitermachen. Thank you.
Das ist jetzt das Endergebnis für heute. Morgen gehe ich dann nochmal drüber. Es muss erstmal schön alles abtrocknen. In den letzten Tagen hat es ziemlich viel geregnet. Und dann gucke ich mal, wie es so meinen Pflanzen geht. Ich hoffe, sie wachsen. Also man sieht halt noch nichts, aber ich gucke trotzdem jeden Tag. Vielleicht ist da ja schon was. So Leute, ich habe jetzt das gestern fertig gemacht. Habe das jetzt hier mit so Stäben abgesteckt. Also die, weil ich einen Plan gemacht habe. Den zeige ich euch auch noch nachher. Und bis dahin muss ich halt noch mit dem Spaten alles ausstechen und dann nochmal mit diesem Ding rübergehen und alles nochmal überhaken. Ja, ich würde sagen, dann fange ich auch schon wieder an und viel Spaß beim Zugucken. Ausgestochen. Jetzt hole ich die Maschine. Ich habe schon mein Kabel hier. Moment, wo ist es denn? Hier. Und ich bin beobachtet. Und das stelle ich dann mit meiner Maschine da. Die muss ich erstmal rausholen. Ja. Anschließend. Jetzt will ich aber euch noch was zeigen, weil ich war so schlau und habe irgendein Kabel durchgehauen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Das geht irgendwie nach da und dann geht es hier so unter der Erde lang, bis nach da hinten. Ja, ich hoffe nur nicht, dass es für irgendwas Wichtiges war, weil das habe ich außerdem mit dem Spaten durchgehauen, weil ich dachte, vielleicht ist es ein Stein oder so. Ja, erstmal muss ich es hier nachher rausholen, bevor ich dann erstmal hier lang gehe. Aber sonst, bis jetzt gab es noch keine großartigen Probleme. Thank you.
Diesen ganzen Haufen habe ich verursacht. Nur als ich das alles gemacht habe. Ja. Ich würde sagen, das war es auch schon wieder. Beim nächsten Mal werde ich das alles nochmal überhaken, also morgen. Und dann kann ich auch schon anfangen, die ganzen Wege reinzumachen, den Erbsenzaun aufstellen, schon ein paar Stöcker für später für die für ein paar Pflanzen. Ja, und das Vierfeld, was ich jetzt als letztes gemacht habe, da gehe ich morgen auch nochmal drüber und hake es auch nochmal über. Da kommen nämlich Kartoffeln hin. Ja, ich hoffe, das habe ich so von der Breite her gut so eingeschätzt. Nicht, dass ich nachher zu wenig Platz habe. Sag mal, was soll denn das jetzt hier? Naja, mal gucken.